Meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute präsentiere ich euch ein kurzes Workout, das sich hervorragend für euer Morgenprogramm eignet, um richtig wach zu werden. Meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute zeige ich euch ein kurzes Workout, das ihr schön in euren Morgen einbauen könnt, bevor der Tag so richtig startet, um wach zu werden. Das Workout besteht insgesamt aus 5 Übungen, die ihr nach Belieben, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, 1 bis 3 Mal wiederholen könnt. Kleiner Tipp am Rande: Baut euch ein Ritual in euren Morgenablauf ein. So könnt ihr das Thema Sport bereits morgens schon abhaken, indem ihr so ein kurzes Workout morgens absolviert. Das Workout dauert ungefähr 7 bis 15 Minuten, je nachdem, wie viele Durchgänge ihr macht. Ich glaube, das ist sehr überschaubar und die Zeit wird jeder von uns aufbringen können. Es ist nur eine Frage der Disziplin. Wie wir wissen, müssen wir vor jeder Trainingseinheit ein Aufwärmprogramm absolvieren. Bei so einem kurzen Programm, bei so einem kurzen Workout mache ich aber allerdings nie mehr als 3 Minuten Aufwärmen. Falls ihr aber Interesse habt und ein ausgiebiges Aufwärmprogramm absolvieren möchtet, ich blende hier mein Video dazu ein und wir starten einfach los. Wärmen uns ganz kurz auf. Um wach zu werden, bei mir ist das so, ich quatsche vielleicht einfach mal weiter. Bei mir ist das so, ich hab selbst ein Morgenritual seit Jahren mittlerweile. Ich schaffe es ebenfalls nicht immer ins Fitnessstudio, deswegen versuche ich morgen wirklich täglich Sport zu machen. Dazu brauche ich nie mehr als 15 Minuten. Und zwar läuft mein Morgen immer gleich ab, auch jetzt, wo das Baby da ist. Ich habe es am Anfang, wo die Kleine da war, habe ich es nicht geschafft. Viele Mamis werden das nachvollziehen, habe ich nicht geschafft, dieses schöne Ritual weiterzuführen. Und mittlerweile ist sie 9 Monate alt und ich komme immer mehr wieder rein in das Ritual. Genau. Und zwar läuft mein Morgen immer gleich ab. Ich stehe auf, putze mir die Zähne, versorge die Kleine und dann breite ich mich auf ihrem Teppich aus. Und das Mindeste, was ich dann immer mache, ist wirklich dehnen. Das ist mir ganz wichtig. Ein paar Liegestütze und dann bin ich versorgt. Wenn ich später nicht ins Fitnessstudio schaffe, dann ist das halb so schlimm. Ich habe etwas für meinen Körper getan, dann bin ich beruhigt. So, das ist gewöhnlich das Programm, was ich immer zum Aufwärmen absolviere. Wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, hier ist das Video nochmal. So, und wir starten mit der ersten Übung, ganz klassisch, Liegestütz. Dazu gehen wir auf den Boden. Jede Übung machen wir 20 Mal. Die Anfänger können bei 10 anfangen und sich mit der Zeit natürlich steigern. So, wir gehen wie gesagt auf den Boden und machen erstmal 20 Liegestütze. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, nächste Übung hat es ebenfalls in sich. Das ist der Hocksprung. Eins meiner Lieblingsübungen für die Oberschenkel und für den Po. Dazu gehen wir ganz tief runter und springen, soweit es geht, nach oben. 20 Mal, Leute. Los geht's. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oh, es brennt, 18, 19 und 20. Wenn es bei euch nicht brennt, dann seid ihr Maschinen. Dann müsst ihr 50 Mal machen. So, nächste Übung ist für den Bauch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mein Mikro hier nicht ausschalte. Moment. So,
Das müsste gehen. So, für den Bauch. Die Füße aufstellen und wir gehen mit den Händen hier übers Knie. Einfach hoch. Die Schultern nicht ablegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und noch 21. So. Wir drehen uns um, legen uns direkt auf den Bauch und machen die nächste Übung für den Rücken. Und zwar heben wir diagonal die Füße und die Arme hoch. Ebenfalls 20 Mal. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden sind das übrigens. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 und ab. So, die allerletzte Übung ist für den Trizeps. Dazu braucht ihr einen Stuhl, Sessel, Sofa, Stufe, was auch immer. Wir setzen uns hier ab. Die Arme nah beieinander, die Füße ausgestreckt und wir gehen hier runter. Die Belastung liegt in den Armen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So wie ihr seht, das nimmt nicht viel Zeit ein. Und das war jetzt ein strammes Programm, mit dem ihr die wichtigsten Muskeln quasi alle bedient habt. Und so sieht mein Morgen in der Regel aus, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ansonsten dehne ich mich, wie gesagt, nur. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Dieses Programm könnt ihr, wie gesagt, bis zu 3-mal machen. Wir sehen uns nächste Woche. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Abonniert unbedingt meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt bis dahin gesund. Ciao.